Jetzt die Kollegin Bärbel Höhn für Bündnis 90 Die Grünen. So, ich darf jetzt auch noch mal auf diesen Knopf da drücken, ne? Genau. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, am 10.10. gab es hier eine sehr starke Demonstration in Berlin. 250.000 Menschen, ich war dabei, haben gegen diese Freihandelsabkommen CETA und TTIP demonstriert. Und wenn Sie hier von Empörungsindustrie und von Ängsten, Angstmacherei reden, dann sage ich, nehmen Sie die Sorgen dieser Menschen nicht wahr. Das sollten Sie tun, gerade auch, wenn Sie hier in der Koalition sind. Und warum haben diese Menschen Sorgen? Warum? Es geht hier um Punkte, die seit Jahren und Jahrzehnten bei WTO-Verhandlungen nicht geklärt worden sind. Zum Beispiel die Frage der Gentechnik. Und es ist ein Riesenproblem schon immer gewesen zwischen Europa und Nordamerika. Denn natürlich hat Nordamerika mit seinem Gentechnikeinsatz immer gesagt, eure Argumentation ist auch ein Handelshemmnis, ihr wollt eure Märkte für unsere Produkte hier einfach zusperren. Und wir haben gesagt, nein, wir haben einen vorsorgenden Verbraucherschutz. Und das, was jetzt passieren soll, in CETA, da haben wir ja den Text vorliegen, ist, dass dieser Konflikt gelöst werden soll zulasten der Verbraucher, zugunsten der Gentechnik. Und da werden wir Widerstand leisten. Das nehmen wir so nicht hin. Und wie wichtig dieses Thema ist, das wissen Sie selbst. Ihr Minister Seehofer hat damals nach Renate Künast, nach deren Ministerzeit, sofort im November 2005 MON 810 genehmigt. Erste kommerziell angebaute Gentechnikpflanze. Da hat es so viel Widerstand gegeben von den Bauern, aber auch von den Bauern aus Bayern, von HIP aus Bayern, dass am Ende seine Nachfolgerin Aigner gezwungen hat, MON 810 wieder zu verbieten. Wenn Sie CETA jetzt zustimmen, wird es eine solche Möglichkeit bei zukünftigen Gentechnikpflanzen nicht mehr geben, die hier zu verbieten, es sei denn, Sie sind bereit, massive Schadensersatzzahlungen zu leisten. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht das, was wir wollen. Deshalb stimmen Sie in der jetzigen Form gegen CETA. Dass das jetzt schon Standards absenkt, sehen wir doch. Wir hatten den Honig aus Kanada. Der EU-Gerichtshof hat gesagt, dieser Honig muss gekennzeichnet werden, weil im Pollen gentechnisch veränderte Materialien sind über dem Grenzwert. Was hat die EU gemacht? Weil sie Verhandlungen mit Kanada nicht gefährden wollte. Sie hat einfach den Pollen als Bestandteil des Honigs deklariert und damit war der Gentechnikanteil unterm Standard. Es geht alles so weiter. Schon heute werden Standards relativiert aufgrund der Verhandlungen mit CETA. Und deshalb ist Ihr Votum, hier wird nichts gemacht, hier wird nichts verändert, einfach nur ein hohles Versprechen, an das wir nicht glauben. Sie haben doch, Sie wissen doch, was drinsteht im Vertrag. 75.000 Tonnen Schweinefleisch, zollfrei. 50.000 Tonnen Rindfleisch, zollfrei. Wo sind die Schweinepreise momentan? Im Keller. Wenn Sie das jetzt noch zulassen, unter Bedingungen von 40% weniger Kosten in Kanada, dann sage ich Ihnen, ist das ein Druck auf die Familienbetriebe, die dazu führt, dass noch mehr aufgeben müssen. Was machen Sie eigentlich für eine Politik für die Bauern in diesem Land? Letzter Punkt. Die Kanadier haben eine Initiative momentan initiiert, vor dem Paris-Abkommen zu sagen, wir müssen in das Paris-Abkommen eine Passage reinschreiben, dass für dieses Abkommen Investor-State-Mechanismen, Schiedsgerichte von früheren Verträgen und zukünftigen nicht gelten, weil wir sonst nicht in der Lage sind, den Paris-Vertrag für Klimaschutz zu erfüllen. Das hat übrigens das Europaparlament mit einer Resolution unterstützt. Das zu der Haltung momentan in Kanada. Wir haben da eine Veränderung, wir haben mit Trudeau eine Veränderung. Trudeau will diesen Vertrag neu anhören. Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, endlich neu zu verhandeln, auch über Schiedsverfahren. Denn es kann doch nicht sein, dass Sie bei TTIP sagen, Schiedsverfahren wollen wir ändern, aber bei CETA wird nichts verändert. Dann würden 80% der Klagen über den CETA-Vertrag trotzdem hier stattfinden. Deshalb, meine Damen und Herren, lasst uns nachverhandeln, diese Verträge. Und ich bin nicht bereit, das sehr deutlich zu sagen, dass der Preis für einheitliche Blinker bei Autos, dass dieser Preis Gentechnik auf dem Teller bei uns sein soll. Das werden wir nicht hinnehmen. Das Wort.